So, guten Abend. Bin ich zu hören? Ich glaube, es kann noch ein bisschen lauter. Bin ich hinten zu hören? Ich glaube, jetzt bin ich zu hören. Nee, da kommt noch so ein Lalala. Jetzt bin ich zu hören, ich spreche mal ein bisschen. Wunderbar, da kommen jetzt Daumen-Hoch-Zeichen. Das ist sozusagen die richtige inhaltliche Begrüßung, immer nur fragen, ist man zu hören. Liebe Gäste, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebes Ausstellungsteam und lieber Herr Professor Martin. Und ich sage auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Virtuellen, herzlich willkommen in der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf und zwar zur Ausstellungseröffnung Der Ursprung des Lebens oder auch The Origin of Life. Das ist eine Ausstellung des Instituts für molekulare Evolution der HHU. Also die Evolution bezieht sich nicht unbedingt auf die HHU, aber und zwar in Zusammenarbeit mit der ULB. Bis zum 20. Juli können Sie die Ausstellung auch im Foyer sehen. Wenn ich jetzt zögerlich werde, ist das, weil das Mikrofon hinter mir abrutscht. Aber wenn ich noch zu hören bin, versuche ich einfach, mich wenig zu bewegen. Das liegt nicht in meinem Temperament. Also bis zum 20. Juli sehen Sie die Ausstellung im Foyer. Und ich möchte mich so ein klein bisschen, ich widme mich nicht den Zellen, ich widme mich eher den Worten und ich mache auch nur eine Eröffnung, eine Begrüßung und werde nicht lange reden. Und zwar widme ich mich kurz dem Wort Ursprung. Der Ursprung der gemeinsamen Ausstellungsplanung mit dem Institut begann im Mai 2019. Da haben wir erste Gespräche geführt und dachten, naja, 2019, wir hatten viele Ausstellungen, es war alles dicht, 2020, toll, die Ausstellung kommt 2020, da haben wir unser Doppeljubiläumsjahr, eine tolle Ausstellung in unserem Doppeljubiläumsjahr. Nun, ich muss es Ihnen nicht sagen, es kam anders. Es kam stattdessen die Corona-Pandemie mit vielen Beschränkungen für den Wissenschaftsbetrieb und ehrlich gesagt auch sehr vielen Beschränkungen für Kultureinrichtungen. Und da merkt man auf einmal aus Universitäts- und Landesbibliothek, man ist das eine und das andere. Und das hat es nicht leichter gemacht. Es hatte ein bisschen was von welchem Gott soll man denn dienen, welche Regelungen treffen zu. Mit anderen Worten, Ausstellungen gingen auf jeden Fall nicht in dem Moment. Ich bin jetzt so frei, wir sind ja nun in der ULB, also einen kleinen Schwenk zum Ursprung der ULB zu machen, keine Sorge, und dann komme ich wieder zur Ausstellung. Professor Martin guckt zu Recht schon auf die Uhr und fragt sich, Ursprung der ULB? Also ich mache es kurz. 2020 haben wir dann eben nicht groß unser 250-jähriges Bestehen feiern können. 250 Jahre Landesbibliothek und 50 Jahre Universitätsbibliothek hier auf dem Campus. Wir haben dann virtuell in Gesprächen gefeiert. Wir haben eine Ausstellung gemacht. Sie wissen, Ausstellung geht nicht so richtig. Also wir haben die virtuell erstmal gemacht. Das war natürlich erlaubt. Und haben sie dann im Treppenhaus gezeigt, in drei verschiedenen Zeitabschnitten. Das ist also eine Ausstellung so zum Vorbeigehen. Das ist vielleicht nicht so eine richtige Ausstellung, die auch 2021 erlaubt war. Man wusste es nicht. Also wir fanden, es ist in Ordnung. Das Schöne ist, sie ist immer noch da. Sie können also hingehen und können die drei historischen Abschnitte der ULB betrachten. 2021 haben wir dann, da hatten wir unsere Jubiläumsfeier mit vielen Gästen hierhin verschoben. Wenn es 2020 nicht geht, geht es 2021. 2021 ging es auch nicht. Wir haben dann einmal auf Papier gefeiert. Einige von Ihnen, nicht alle, aber viele von Ihnen haben diesen Vaporello bekommen. So hätten wir feiern können hier in der Zentralbibliothek. Vielleicht machen wir ein kleines bisschen davon heute. Sie können sich gerne später auch ein Vaporello mitnehmen. Und jetzt, so ein bisschen hinter den Kulissen, wir haben dann im letzten Jahr dann einfach wir mit uns, die ULB für sich und mit sich gefeiert in der Orangerie. Denn ich sage, wer arbeitet und hier wurde sehr viel gearbeitet in dieser Zeit, um ganz viel ins Virtuelle zu bringen, der muss einfach auch feiern können. Gut, Sie fragen sich immer noch, warum erzählt Frau Kessen uns das alles? Ich komme zum Thema Ursprung. Wenn man in den Flyer guckt, und der ist vom Ausstellungsteam, beginnt er mit den Worten,
Es liegt in der Natur des Menschen, mehr über seine biologische Vergangenheit wissen zu wollen. Ich sage mal, es liegt in der Natur von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren, mehr über die historische Vergangenheit der eigenen Institution und vor allem des Bestands wissen zu wollen. Wo lag also der Ursprung? 1770 begründete Karl Theodor von der Pfalz, und der war gleichzeitig Herzog hier in Jülichberg. Der begründete hier in Düsseldorf die erste öffentliche Bibliothek. Unsere Vorgängerinstitution. Wir verwahren die Bestände weiterhin, machen sie aber auch zugänglich, größtenteils digital. So, ich habe jetzt 1770 angefangen, wir sind 2023. Wie die Geschichte weitergeht, das hier ist die, wir haben dann also auch noch eine Publikation herausgegeben, können Sie sich auch gerne mitnehmen. Im Übrigen ist die auch digital vorhanden und im Open Access, aber manche mögen auch das gedruckte Buch. Und diese Publikation beleuchtet unsere Geschichte bis 1904. Den Rest können Sie in der Treppenausstellung, in der Jubiläumsausstellung sehen. Ich komme zur heutigen Ausstellung. Die ist nun also wirklich wieder im Foyer. Wir hatten schon vorher eine, aber das ist jetzt eigentlich eine wirklich große Ausstellung wieder im Foyer. Da freuen wir uns drüber. Wir können auch dazu sagen, dass wir natürlich in den Pandemiejahren weniger Besucher und Besucherinnen hatten. Das ist auch ziemlich logisch, virtuell viel, vor Ort auch viel, aber nicht so viel. Jetzt haben wir wieder 3.000 bis 3.500 tägliche Besuche. Es gibt also viele Menschen, die sich diese Ausstellung potenziell zumindest ansehen können. Und wenn andere aus der HHU diesen Ausstellungsort nutzen möchten, dann kommen sie gerne mit uns ins Gespräch. Ich möchte, bevor ich übergebe, meinen Dank an das Ausstellungsteam aussprechen. Das sind vor allen Dingen die Doktorandinnen und Doktoranden im Team von Professor Martin, Frau Zimorski, die unsere sozusagen feste Ansprechpartnerin über die Zeit war. Und in die ULB möchte ich meinen Dank an Frau Spieß und Frau Lukas, Kamera und dort gerade zu finden, für die Koordinierung und die Realisierung aussprechen. Und in diesem Fall ganz besonders, gerade intensiv in der Vorbereitung, an Herrn Neumann, der die Ausstellung, ich erlaube mir das einfach mal zu sagen, wirklich co-kreativ in Szene gesetzt hat. Also wir haben was Gutes bekommen, aber ich finde, das war wirklich, also co-kreativ ist, glaube ich, so genau der richtige Begriff. Machen Sie sich, wenn Sie noch keinen Eindruck bekommen haben, natürlich nachher verschaffen Sie sich den Eindruck. Nun, zum Schluss, der inhaltliche Inspirator, der wissenschaftliche Kopf, Professor William Martin, er wird nun gleich sprechen. Ich brauche ihn den kaum oder eigentlich nicht vorzustellen. Das würde dann auch fast länger als die Geschichte der ULB. Und ich kann Sie beruhigen, seine über 300 wissenschaftlichen Publikationen haben wir nicht draußen ausgelegt zum Mitnehmen. Aber natürlich kann man die auch über das ULB-Suchportal finden. Und sollten Sie jetzt den Eindruck bekommen haben, wir haben ansonsten immer nur das alte Buch. Davon haben wir viel aus unseren Vorgängerinstitutionen. Darauf sind wir stolz. Aber 74% unseres Medien, Literaturmittel-Etats geben wir mittlerweile für digitalen Content, digitale Inhalte, Zeitschriften, Lizenzen, Datenbanken und Ähnliches aus. Nun, Professor William Martin, seit 1999 an der HHU. Vorher hatten Sie auch ein Vorleben, aber das kennen Sie oder lesen Sie es nach oder kommen Sie hinterher ins Gespräch. Damals noch Lehrstuhl, also Lehrstuhl immer noch, aber damals war das Institut noch Botanik 3. Jetzt im Institut für Molekulare Evolution der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Er ist ein unglaublich renommierter Evolutionsbiologe. Das zeigen zahlreiche Auszeichnungen und das zeigen Förderungen von wissenschaftlichen Förderorganisationen, denen wir viel Wert beimessen. Bevor ich so richtig an Sie übergebe, ich hatte ja gesagt, ich spiele ein bisschen mit den Worten und dem Ursprung. Also unsere ältesten Bestände hier in der ULB, das sind Fragmente. Die sind aus dem 8. Jahrhundert. Ebenso wie das Wort Ursprung, auch das kommt aus dem Althochdeutschen, gibt es auch im Niederdeutschen. Ursprung und bedeutet Quelle. Es hat damals also wirklich nur Quelle bedeutet.
Und deswegen passt es, dass Professor Martin heute spricht über die Hydrothermalquellen und den Ursprung des Lebens, die Verbindung zwischen Gestein und Zellen. The floor is yours. Ja, vielen Dank, Frau Kessen, für die freundliche Einführung. Also mit so vielen Leuten habe ich ja nicht gerechnet. Ich dachte, wir wären hier fast unter uns und dann könnte ich dann sagen, wir gehen gleich mal zum gemütlichen Teil des Abends über und dann kann mir einen Vortrag sparen. Ist nicht der Fall. Ich muss hier arbeiten. Frau Kessen hat es schon angedeutet. Also Ursprung des Lebens. Das ist so eine Sache. Da muss ich ein paar Worte dazu sagen, bevor wir anfangen. Und zwar, wenn man in die Literatur geht, dann wird das häufig als die große Frage der Wissenschaft oder die größte Frage, die uns bevorsteht. Eine der größten Rätsel der Wissenschaft. Und das ist nicht der Fall. Es gibt viele große Rätsel der Wissenschaft. Also ein Beispiel. Gehen Sie mal auf ein, also nur ist, unterschiedlich ist, wie, ob man wirklich die Antwort wissen will oder nicht. Also gehen Sie mal auf eine Cocktailparty, Dinnerparty oder gehen Sie mal in die Kneipe, wenn Sie ein bisschen jünger sind und fragen Sie mal in die Runde, haben Sie schon mal überlegt, warum das so ist, dass die negativ geladenen Elektronen nicht auf den positiv geladenen Kern in den Atomen da irgendwie hineinstürzen? Eine tolle Frage. Interessiert kein Schwein. Oder haben Sie schon mal überlegt, wie die Schwerkraft wirklich funktioniert über so riesige Distanzen, dass die Sachen zu ansieht? Nee, tolle Frage. Interessiert kein Mensch. Aber die Frage nach unserer Herkunft, das scheint uns als Menschen irgendwie wichtig zu sein, weil es ist eine Beobachtung, dass jede Kultur auf dieser Erde eine Geschichte dafür hat, wie alles angefangen hat. Diese Geschichten sind zudem anders. So alt wie die Sprache und so unterschiedlich wie die Menschen, wie die Kulturen selbst. Und das bedeutet, wir müssen irgendwie wissen, woher wir kommen. Und das ist an sich eine interessante Frage. Und wenn ich noch einmal in der Forschung tätig werde, über das hinaus, was ich ja schon tue, wäre es dann vielleicht mit der Psychologie, um diese Frage nachzugehen, warum wollen wir wissen, woher wir kommen? Das ist interessant. Also Ursprung des Lebens ist nicht die größte Frage, die wir haben. Ich sage aber gern, es ist die einzige, wo wirklich die Antwort gerne wissen möchte. So. Ich bin ja gar nicht dran. Ja, bin ich jetzt dran? Jetzt bin ich dran. Okay, so. Okay, wie viele von Ihnen haben schon mal die Frage betrachtet, irgendwann in einer stillen Minute, wie es möglich war, dass das Leben auf der Erde entstanden sein konnte? Wie das denn möglich war? Bitte die Hand heben. Okay, das ist natürlich keine zufällige Stichprobe, weil Sie sind alle in einem Vortrag über den Ursprung des Lebens. Also das ist eine Frage, aber es ist wirklich so. Man denkt darüber nach, wie war das denn möglich? Und diese Frage will ich jetzt versuchen, in etwa 3/4 Stunde abzuhandeln, nicht mit einer abschließenden Antwort, ja, wir müssen auch mal die Uhr gucken, aber in der Hoffnung, also ich möchte Ihnen eine Vorstellung vermitteln, wie ich denke, dass das möglich gewesen ist, so dass man über diese Frage besser nachdenken kann. Ja, und so geht die Wissenschaft da weiter. Letztendlich ist es ja so, Forschung zum Ursprung des Lebens ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, unfalsifizierbare Hypothese. Das kann man ja weder beweisen noch widerlegen. Weil auch wenn Sie einen Reaktor im Labor hätten, wo Sie Chemikalien auf die eine Seite reintun und herauskommt Escherichia coli, Genetikerbakterium, auf der anderen Seite mit dem falschen genetischen Code als Beweis, dass das wirklich in diesem Reaktor neu entstanden ist, können Sie immer noch nicht beweisen, dass wir, unsere Vorfahren, so entstanden sind. Sie hätten nur eine Geschichte, was das Ganze plausibler macht. Die eigentliche Frage ist, wie wir entstanden sind. Das ist das Explanandum.
Und das ist ein einmaliges Erlebnis, einmaliges Ereignis in der Geschichte, und das wird sich, das hat sich bisher nicht wiederholt. Okay. Ein paar Dinge. Worum geht's? Es geht um die Natur. Formen. Hier nur vier Bilder. Das sind Orbitale von, also Elektronenorbitale. S, P, D und F hier bei den Schwermetallen. Die Schwermetalle haben ja, die Übergangsmetalle haben ja diese D-Elektronen und schweren Metalle haben ja diese F-Elektronen. Diese Orbitale bedingen die Reaktivität der Elektronenorbitale und das bedingt wiederum die Geometrie der Atome, zum Beispiel Kohlenstoff, ob es denn so hybridisiert oder so hybridisiert, und das bedingt es, ob es denn tetraedrisch oder trigonal planar ist, und diese Geometrie bedingt denn die Gestalt der Moleküle, ob das denn Aminosäuren sind, die Vorläufer der Proteine, oder Nukleotidbausteine, die Vorläufer der Nukleinsäuren, oder Zucker, die Vorläufer von Zellulose in diesem Falle. Und die aus der Struktur der, aus der Form der Orbitale ergibt sich die Form der Atome, aus der Form der Atome ergibt sich die Form der Moleküle, aus der Form der Moleküle ergibt sich die Form der Zellen. Wie war das möglich in 45 Minuten? Fangen wir mal an. Okay, so. Evolution fängt hier an. Charles Darwin, das ist ein Ausschnitt aus der, wichtig ist, Sie merken, ich rede mit einem Dialekt. Ich komme nicht aus Holland, muss ich immer wieder sagen. Also alle denken, ich komme aus Holland, ist nicht der Fall. Ich komme aus Texas, das ist nachher wichtig. Lachen Sie nicht, irgendjemand muss aus Texas kommen. Das ist ja, ich bin ja nicht da geblieben, bin ja weitergegangen. Also, das ist ein Ausschnitt aus der einzigen Abbildung in Darwin's Origin. Es zeigt seine zwei Prinzipien, natürliche Variation, das sind hier diese kleinen Striche an jeder Generation. Er hat beobachtet, dass die Nachkommen an jeder Generation nicht identisch sind. Er hatte ja keinen Mechanismus dafür, aber er hat beobachtet, dass es passiert, weil er sich für die Hundezüchtung und die Taubenzüchtung interessiert hat. Und diese natürlichen Variationen bringt denn eine Vielfalt hervor, wo denn sein großer Wurf die natürliche Selektion denn einsetzen könnte. Manche dieser Nachkommen sind besser geeignet, es in die Nachfolgegeneration zu schaffen. Manche sterben denn aus und so. Über ausreichend lange Zeit können wir die gesamte Diversität, die in der Natur beobachtet werden kann, ausreichend mit ausreichend geologischer Zeit erklären. Nur ein Problem mit Darwins Theorie: Sie funktioniert schon sehr viel besser, wenn Sie bereits etwas haben, was lebendig ist. Bei dem Übergang von Nicht-Lebendigem auf der frühen Erde zu Lebendigem müssen wir mit anderen Prinzipien arbeiten. Können wir nicht mit Garten, wir müssen ja mit Chemie arbeiten. Und wir müssen, ich sehe keine Alternative zur Vorstellung, dass die Grundeigenschaft der Materie, Lebendiges hervorzubringen, fest programmiert ist in den Eigenschaften der Elemente selbst. Und wenn sie unter geeigneten Bedingungen miteinander reagieren lassen können, dann entstehen die Moleküle des Lebens. Meine Prämisse. Es muss nicht wahr sein, aber ich denke, das ist so. Weil sonst kann man diesen Übergang nicht erklären. Kurz nach Darwins Ursprung der Arten, 7 Jahre später, hat Ernst Haeckel dieses wunderschöne Bild veröffentlicht, sein berühmter Stammbaum des Lebens, wo er dann die ganzen Gruppen im gesamten Tier-, Pflanzen- und Protistenreich aufeinander zueinander in Beziehung gesetzt hat. Alles hervorragend nach Darwins Schema, aber auch hier hat er kein Wurzelwerk. Der fängt einfach mit irgendwas an. Der hat ein paar Worte über Ursprung aus Harnstoff und CO2, aber mehr hat er nicht dazu erläutert. Im Übrigen, diesen Baum hat er gezeichnet, als er 32 war. Das ist... Also als ich 32 war, konnte ich sowas nicht. Der kannte ja die gesamte Vielfalt, war ja schon ein Talent. Das ist ein etwas anderes Bild der frühen Evolution. Das ist Konstantin Merezkowski, Begründer der Symbiogenese, der Endosymbioseforschung,
1910 hat er dieses Bild veröffentlicht, wo er etwas anderes zeigt. Hier zeigt er irgendwie eine Reaktivität am Ursprung des Lebens. Das gibt die ersten Zellen, die er, die würden wir als Prokaryoten bezeichnen in seinem Fall. Die Eukaryoten entstehen unabhängig und später und dann mittels Symbiose kriegen wir die ersten komplexen Zellen, wobei er dachte, dass diese Symbiose der Ursprung des Kerns ist. Aber wir wissen heute, dass alle Eigenschaften, die er mit dieser Symbiose erklären wollte, Eigenschaften der Mitochondrien sind, also aufbauende Tätigkeiten. Also auch die Mitochondrien sind die Kraftwerke unserer Zelle. Im Grunde hat er die Physiologie richtig gehabt, aber das falsche Organell. Diese Symbiose hat er genau richtig gehabt. Das sind Cyanobakterien, Cyanophysen hier, die denn die Plastiden der verschiedenen Eigen- und Grünpflanzen hervorbringen. Allerdings müssen wir denn hier korrigieren, es war nicht mehrfache Symbiose, sondern eine einzige Symbiose am Anfang der Pflanzenlinie, die diese Diversität hervorgebracht hat. Nun, man sieht, hier unten passiert irgendwas in der frühen Evolution. Und es ist erstaunlich, wenn man überlegt, wenn man sieht, was der Merschkowski einfach mit einfacher Physiologie und logisches Denken herleiten konnte. Er schrieb 1910, die ersten Zellen, seiner Vorstellung nach, hatten eine minimale Größe, unerreichbar für das Mikroskop. Heute würden wir sagen, sie waren Prokaryoten. Sie hatten eine Abwesenheit von Organisation, das bedeutet auch, sie waren Prokaryoten. Sie hatten keinen Kern, sondern waren Bakterien oder Archaeen, einfache Zellen, einfach aufgebaut. Sie hatten, jetzt geht es mit der Physiologie los, die Fähigkeit, hohe Temperaturen nahe Kochpunkte auszuhalten. Das nennt man heute thermophile Ursprünge. Das ist eine sehr moderne Idee, also 115 Jahre seiner Zeit voraus. Sie hatten die Fähigkeit, ohne Sauerstoff zu leben. Das waren Anaerobier und Thermophile. Und jetzt geht's los. Die Fähigkeit, Eiweiße und Kohlenhydrate, letzteres ohne Vermittlung des Chlorophylls aus unorganischen Stoffen zu bilden. Das, meine Damen und Herren, ist Chemolithoautotrophie. Ne? Bezogen auf die moderne Mikrobiologie. Das bedeutet, die haben von chemischen Reaktionen ohne Licht und von CO2 gelebt. Also ein interessanter Schluss. Heute gehen wir davon aus, dass dieses richtig ist. Und sie hatten die Widerstandsfähigkeit in Bezug auf Lauges, Salzlösungen und so weiter und so fort, verschiedene Giftstoffe. Das heißt, das waren heftige kleine Organismen. 1910. Diese Idee, wissen wir, ist heute weitgehend richtig in seinen Grundzügen, nur vielleicht hat er in vielerlei Hinsicht Glück. Aber es hatte keinen Bestand. Es wurde ersetzt durch eine andere Theorie von Alexander Oparin und J.B.S. Haldane um 1923. Sie haben dann die Ursuppentheorie entwickelt. Und diese Ursuppentheorie, wie viele von Ihnen haben schon mal von Ursuppentheorie gehört? Wer kann mir sagen, wie sie geht? Das mal das Gleiche. Also die geht so. Also Oparins Version ist sehr lang. Haldanes Version ist sehr kurz. Die Arbeit ist nur 10 Seiten lang und nur die Hälfte beschäftigt sich mit Ursprung des Lebens. Es geht so. Auf der frühen Erde gab es kein Leben, aber es gab CO2 und es gab UV-Licht, weil es keine Ozonschicht gab. Dieses UV-Licht konnte ja mit CO2 im Wasser reagieren, war damals bekannt. Und das bringt dann organische Substanzen hervor. Und weil es kein Leben gab in dieser Suppe, um das alles aufzuessen, konnten diese Moleküle dann immer komplexer werden. Und die Komplexität erreichte dann letztendlich die Ebene von Molekülen und dann Makromolekülen. Haldane hatte Viren noch als Zwischenstufe zwischen Molekülen und Zellen mit drin. Und dann, weil die Arbeit sehr kurz ist und weil der Vortrag auch sehr kurz ist, also müssen wir dann ganz viele Details auslassen. Der Wind war stark, die Wellen waren hoch, es gab Schaum, es gab Blitz und herauskrochen die ersten Zellen. Ging ganz schnell. Und die waren heterotroph, das heißt, sie haben ja diese ganze Ursuppe aufgegessen und das hat den Selektionsdruck erzeugt für den Ursprung der Photosynthese, die Lichtnutzung und seitdem ist der Himmel blau. So, okay. Wenn Sie nichts anderes vom heutigen Vortrag mitnehmen, bitte nehmen Sie Folgendes mit. Unter gar keinen Umständen kann diese Theorie stimmen, die Ursuppentheorie. Wieso? Wir machen den Versuch. Wir gehen ja zu Aldi und wir kaufen ja eine Hühnersuppe,
wir kaufen eine stärkere Gulaschsuppe. Wir gehen ins Labor, wir nehmen 3 Frösche und 4 Karotten. Wir homogenisieren diese, dass wir alle Moleküle für das Leben haben. Schließen das aber steril in eine dritte Dose und in die vierte Dose tun wir dann Wasser und dann stellen wir diese 4 Dosen bei irgendeiner Temperatur hin und warten 4 Milliarden Jahre, um zu sehen, ob da ein neues Leben entsteht. Ja, wer lacht, hat recht. Also das wird unter gar keinen Umständen gehen. Aber warum nicht? Das ist die Frage. Wieso geht das nicht? Und die Antwort ist, der Kohlenstoff, der Wasserstoff, der Stickstoff und der Sauerstoff in diesen Dosen hat bereits reagiert. Die Moleküle des Lebens befinden sich nahezu im Gleichgewicht. Sie haben keine Energie, um weiter zu reagieren. Das Leben ist eine chemische Reaktion. Deswegen müssen wir atmen, ständig, jede Minute unseres Lebens, damit die Fette und Kohlenhydrate und Eiweiße in unseren Zellen verbrannt werden können, in unseren Mitochondrien, um Energie zu generieren. Für jede Lebensform ist eine energieliefernde Reaktion, sitzt am Zentrum des Lebensvorganges. Okay, so. Wer kann mir sagen, was diese zwei Herren gemeinsam haben? Ich habe es gehört. Schnurrbart, normalerweise ist das ein Hochschullehrer in der ersten Reihe, der sagt Schnurrbart, ich weiß was. Nein, ja, wer kann mir sagen, was sie noch gemeinsam haben? Was sie verbindet? Sie waren Kommunisten. Okay, jetzt weiß ich, was Sie denken. Okay, er kommt aus Texas, da hat ein Problem mit den Kommunisten. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber nein, es war tatsächlich so, dialektischer Materialismus, das ist hier kurz nach der Oktoberrevolution. Beide mussten beide waren überzeugte Marxisten-Leninisten und da musste man eine logische, rationale Erklärung für alles haben, bis hin zum Ursprung des Lebens, und die Ursachentheorie wurde dann Parteiprogramm. So, damit diskutieren wir aber nicht weiter. Wir wollen uns da mit den Hydrothermalquellen beschäftigen. Die ersten, die entdeckt wurden, waren die sogenannten Black Smokers. Die wurden ja 1979 in der Nähe von Galapagos entdeckt, am Meeresboden. Sie sind aber zu heiß für das Leben. Sie haben 400 Grad. Das ist nicht günstig für organische Moleküle und auch nicht für die Entstehung von organischen Molekülen. Wir haben andere Hydrothermalquellen im Blick. Und zwar, das sind warme alkalische Hydrothermalquellen. Und diese Idee mit den alkalischen stammt von Mike Russell. Obwohl ich eigentlich mehr sagen muss, grundsätzlich gehört die Idee, das gibt ja viel, ich habe die falsche Folie hier. Die Idee, dass das Leben an Hydrothermalquellen entstanden ist, wird Priorität debattiert. Und wer eigentlich hier Priorität hat, ist ein Mann namens John Barris, das ist ein Mikrobiologe, der in 1981 und 85 Arbeiten zum Ursprung des Lebens an Hydrothermalquellen veröffentlicht hat. Der hat hier Priorität. Mike hat allerdings sehr weitsichtig die Bedeutung von der Alkalinität und von den Bläschen, die an diesen Hydrothermalquellen entstehen, bewertet. Und die Sorte von Hydrothermalquelle, die er vermutet hat, hat er aus geochemischen Untersuchungen abgeleitet, waren aber nicht beobachtet. Die haben erst Lost City, Deb Kelly und ihre Kollegen, an einem Ort namens Lost City entdeckt. Das ist in der Ausstellung ein bisschen zu sehen. Im Wunder, wenn Sie ja in Grönland, Spitze Grönland Richtung Süden gehen und dann von Marrakesch Richtung Westen, das ist Lost City mitten im Atlantik. Und diese Hydrothermalquellen haben ein Wasser, was ungefähr 70 Grad warm ist. Sie enthalten sehr viel Wasserstoff, sehr viel Sulfid und sie bilden bläschenähnliche Mikrokompartimente und bilden ferner noch abiogenes Methan. Das ist das Gestein, was Mike Russell zu seiner Idee bewogen hat. Diese Dinge nennt man Botryoide, Taubengesteine. Was wir hier sehen, ist eine Aussicht auf eine 350 Millionen Jahre alte Hydrothermalquelle. Dieser Schlot hier ist so groß wie dieser Laserpointer. Und diese kleinen Bläschen, die man hier sieht, wenn man sie aufschneidet, sie sind hohl. Das ist das Taubengestein.
Sie entstehen dadurch, in diesem Fall, dass eisenhaltiges Wasser aus der Erde geflossen ist, an der Hydrothermalquelle, traf auf sulfidhaltiges Wasser in dem, am Meeresboden. Und da bilden sich Eisensulfid-Präzipitate, die dann diese Strukturen bilden. Und die werden aufgeblasen von dem Hydrothermalwasser, was dann hochkommt. Und da muss man sagen, diese haben nichts mit Leben zu tun. Das sind rein anorganische Strukturen, die sich ständig neu bilden und ein System von Kompartimenten ergeben. Und diese Kompartimente sind für die heutige Theorie in zweierlei Hinsicht sehr wichtig. Erstens, egal was für eine Theorie Sie am Anfang, für den Anfang des Lebens annehmen, müssen Sie Kompartimente haben. Die Moleküle, die synthetisiert werden, die nachher eine höhere Komplexität erreichen sollen, um irgendwie etwa die Komplexität einer Zelle anzunehmen, müssen am Ort ihrer Synthese konzentriert werden. Wenn sie ab ins Meer diffundieren, ist das weg. Die werden nie wieder reagieren. Sie müssen Konzentration haben. Und diese Kompartimente, natürlich entstehenden anorganischen Mikrokompartimente, erfüllen diese Funktion. Sie können Produkte am Ort ihrer Synthese zurückhalten, sofern welche gebildet werden. Und da kommen wir auf die zweite Eigenschaft, Entschuldigung, nämlich Katalyse. Diese Kompartimente bestehen aus Übergangsmetallsulfiden. Ne? Übergangsmetalle sind Eisen, Nickel, Molybden, Kobalt. Und zwar, für die Chemiker muss ich das nicht erklären, aber für die meisten, für einige von Ihnen muss ich das dann doch. Man stellt sich das so vor, dass ein Atom ungefähr die Größe eines Basketballs hat. Dann haben diese Übergangsmetalle ganz komplizierte Orbitale, die haben wir am Anfang gesehen. Und diese Orbitale können mit Kohlenstoff und Stickstoff metastabile Bindungen ausbauen, sodass der Kohlenstoff und der Stickstoff reagieren kann. Dankeschön. Wenn Sie in meinen Rechner gießen, wäre ich ganz unglücklich. Super. Und wenn die Reaktion von Kohlenstoff oder Stickstoff hier oben weg von dem Metall fertiggestellt ist, dann diffundiert das dann weg. Die D-Elektronen werden wieder eingezogen und das ist dann, das nennt man dann Katalyse. In der chemischen Industrie werden die katalytischen Eigenschaften von Übergangsmetallen in vielerlei Hinsicht ausgenutzt, aber das Wichtige ist, dass die Eigenschaft der Katalyse eine Eigenschaft der Elemente selber ist. Sie muss nicht antrainiert werden, das bringen diese Metalle selbst mit. Und das nutzt sowohl die chemische Industrie als auch die Biologie in modernen Enzymen, die dann ganz schwierige chemische Reaktionen durchführen müssen. Sie nutzen dann bevorzugt Übergangsmetalle. Okay, so, Kompartimentierung, Katalyse. Das ist hier Lost City. Das ist ein Blick von dem Calcium-Magnesium-Carbonat. Diese Schlote werden dann bis zu 60 Meter hoch. Aber wenn man sie aufschneidet und dann guckt, haben sie auch interne Kompartimente, die eine extrem delikate innere Struktur haben. Hier kann man sehen, das ist ein halber Millimeter. Und 60 Meter hoch, riesige Flächen, wo man sich vorstellen kann, wenn das aus Übergangsmetallen bestünde, dann hat man eine sehr große Oberfläche, wo sehr viel Chemie katalysiert werden könnte. Gut, wir kennen ja keine Hydrothermalquellen, die 400 Millionen Jahre alt sind oder 4 Milliarden Jahre alt sind, aber wir kennen heutige, wir kennen Lost City und wir wissen, dass Lost City ganz viel Wasserstoff produziert. Und dieser Wasserstoff ist sehr wichtig. Nicht nur die Katalyse ist wichtig, sondern auch das Produkt des Wasserstoff aus diesen Hydrothermalquellen. Und warum ist das wichtig? Zwei Dinge. Erstens, wo kommt der Wasserstoff her? Wasserstoff ist mehr als Energie. Wir kennen ja Wasserstoff, also wir kennen Brennstoffzellen und Wasserstoffenergie. Wasserstoff ist ein Energieträger,
Und ganz wichtig für die Biologie, die primitivsten Zellen nutzen diese Energie und leben von molekularem Wasserstoff. Wo kommt das denn her? Das kommt von einem Prozess, der unterhalb in der Erdkruste hier stattfindet, unterhalb von Velocity, namens Serpentinisierung. Lange Rede, kurzer Sinn, die Erdkruste besteht, die submarine Erdkruste besteht in erster Linie aus Eisen, Magnesium, Silikat, das ist das hier. Das reagiert mit Wasser, was dann durch die, also vom Meeresboden in die Risse der Kruste hineinsickert und dann bis zu einer Tiefe von 3 bis 5 Kilometern erwärmt und reagiert. Und dann wird ein bisschen was von dem Eisen 2 hier oxidiert, das heißt, es gibt Elektronen an Wasser ab. Dabei entsteht Eisen 3, also 2 Moleküle Eisen, 2 Atome Eisen 3 hier in Magnetit. Und der molekulare Wasserstoff ist das Ergebnis der Wasserreduktion. Dieser Prozess der Serpentinisierung bildet ungefähr 11 Kubikmeter Wasserstoff pro Kubikmeter submarine Kruste. Und es läuft, seitdem es Wasser auf der Erde gibt, weil dieser Prozess selber Exergon ist. Das bedeutet, es gibt, es setzt Energie frei. Und unter diesen Bedingungen möchte Wasser lieber als Magnetit und Wasserstoff vorliegen. Und deswegen wird dieser Wasserstoff ständig aus dem Erdboden abgegeben. Wozu ist der Wasserstoff gut? Das ist hier für das allgemeine Publikum. Es ist eine Energiequelle. Hier haben wir ein Bild von dem Absturz des Zeppelin Hindenburg, da muss man jedes Mal sagen, es sind 39 Leute hier gestorben, das war eine furchtbare Tragödie, aber es zeigt die Knallgasreaktion. Wasserstoff reagiert mit Sauerstoff, setzt Energie frei und dieser Betrag hier ist ein Maß für die Menge an Energie, die diese Reaktion absetzt. Und weil dieser Betrag hier negativ ist, bedeutet, Energie wird freigesetzt. Das ist Energie in Action. Nur es ist so, dass Wasserstoff nicht nur mit Sauerstoff reagiert in einer energiefreisetzenden Reaktion, sondern es reagiert auch mit CO2. Das ist auch die Reaktion, die Acetatbildung am Grundlage ihres Stoffwechsels benutzen. Aber auch die Methanogene reagieren Wasserstoff mit CO2, um Methan zu bilden, ebenfalls um Energie zu gewinnen. Und sogar bis zum energiereichen und reaktionsfreudigen Thioester, sagt man, das ist Acetyl-CoA, die zentralste Verbindung, also eine sehr zentrale Verbindung im Stoffwechsel, ist die Reaktion immer noch energiefreisetzend. Bedeutet, in der Abwesenheit von Sauerstoff gibt es eine natürliche Tendenz von Wasserstoff und CO2, organische Substanzen zu bilden, ganz von sich aus. Ja? Ganz von sich aus. Das ist ein natürlicher Prozess. Okay, so. Das ist die Theorie, im Grunde, in 2 oder 3 Abbildungen. Wir sagen, okay, mit Mike Russell 2003 haben wir gesagt, alright, wir gucken, ob das denn irgendwie geht. Wir nehmen an, Wasserstoff aus der Serpentinisierung trifft auf CO2 aus der Atmosphäre, woher dieses CO2 herkommt, ist eigentlich interessant, da kommen wir noch darauf zu sprechen. Die treffen aufeinander, bilden denn, weil es energetisch günstig ist, natürlich entstehende organische Substanzen. Die sind, die reagieren hier durch diese Übergangsmetalle in den Kompartimenten von einer Hydrothermalquelle vor 4 Milliarden Jahren. Es entstehen dann einfache Moleküle, Kofaktoren, Aminosäuren, Basen, sowas ähnliches wie eine Ursuppe, aber die ist kontinuierlich synthetisiert. Man muss dazu sagen, dass Velocity eine Lebensdauer von um die 100.000 Jahre hat. Das heißt, die Velocity-Typen von Hydrothermalquellen, sie sind sehr langlebig. Okay, wir kriegen dann hier Aminosäuren, Basen, also organische Vorstufen, vielleicht Kofaktoren. Irgendwann dann höhere Vorstufen, Aminosäuren, also können ja zu kleinen Peptiden verknüpft werden, kleine RNA-Moleküle, irgendwann dann auch DNA. Aber also Vorstufen zum Leben, weil alles hier gut kompartimentiert wird und eine höhere Komplexität erreicht werden kann. Okay.
Als wir diese Theorie veröffentlicht haben, 2003, also 2002 war die erste Erscheinung, da gab es die Royal Society of London, wo das erschienen ist, hat ganz viel Presse gemacht und überall, also jeden Tag, rief dann irgendein Reporter an, ja Herr Martin, was ist denn mit der neuen Theorie, wir wollen jetzt einen Artikel machen und können Sie mal ein bisschen was dazu sagen? Ja, ja, gerne. Dann eines Tages ging das Telefon, Martin, ja Herr Martin Schmidt von der Katholischen Akademie in Stuttgart. Ja, guten Tag, wir wollen mit Ihnen reden. Über Ihre Theorie zum Ursprung des Lebens. Kriege ich jetzt Ärger? Nein. Wir wollen nur, dass Sie hier nach Stuttgart zu uns kommen und einen sogenannten Impuls geben. Das ist ein 2-Stunden-Vortrag, wo Sie alles erzählen müssen, was Sie wissen. Und wir dürfen so viel fragen, wie wir wollen, bis wir denn zufrieden sind und gut informiert sind. Es hat nichts mit der Inquisition zu tun, oder? Nein. Wir wollen es nur wissen. Das ist wirklich so. Das ist nach dem Pontifikat von Johannes Paul II. Und die katholische Kirche hat sich für den Begriff der Evolution geöffnet. Sie wollten einfach wissen, was wird dann diskutiert. Okay, ich komme da runter. Und es ist anders. Der Vortragssaal war ungefähr so groß wie hier, aber anders besetzt. Es waren nur 12 Menschen unter den Zuschauern. Meine Damen und Herren, 12 Menschen ist eine sehr verdächtige Zahl für die katholische Kirche. Und ich war auf der Bühne und ich habe gesagt, was passiert denn jetzt? Und es waren 3 Priester, 3 wissenschaftliche Theologen, 3 Philosophen und 3 Physiker. Wieso Physiker? Wieso Physiker? Das ist der Ursprung des Lebens. Das hat dann nichts mit Physik zu tun, aber die Physiker sind immer die Schlauen. Okay, so. Und ich erzähle meinen Vortrag und dann einer der Priester hat mich dann unterbrochen. Herr Martin, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass wir hier die organischen Vorstufen haben und wir kommen dann zu Aminosäuren und Basen. Aber die Synthese der Kofaktoren, ne, das sind organische Katalysatoren, das scheint mir sehr schwierig zu sein. Und wenn wir die mal haben, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir hier die höhere Komplexität erreichen. Aber die Synthese der Kofaktoren, würde es da nicht helfen, wenn Sie dort ein bisschen Gott nehmen für diesen Schritt? Und ich habe geschaut, ich habe gesagt, oh ja, und je mehr Gott wir nehmen, umso besser geht diese Theorie. Aber das dürfen wir nicht. Also Wissenschaft und Religion erfüllen völlig verschiedene Funktionen für die Menschen. Die haben nichts miteinander zu tun. Sie sind nicht Alternativen innerhalb der gleichen Kategorie. Also deswegen, auch wenn es helfen würde, dürfen wir es da nicht heranziehen. Okay, der gemeinsame Vorfahren in dieser Theorie war nicht frei lebend, sondern eingeschlossen in den anorganischen Kompartimenten, wo es entstanden ist. Wichtig ist, dass die Eisenschwefel oder die Übergangsmetalle, die denn die Katalyse in wichtigen Enzymen des Stoffwechsels heute noch katalysieren, nicht Erfindungen der biologischen Welt sind, sondern als es denn Gene und Proteine gab, haben diese Proteine gelernt, Eisen und Nickel aus den Wänden von diesen katalytischen Kompartimenten in die Proteine aufzunehmen, sodass ihre katalytische Aktivität durch Gene spezifizierbar wird und dann auch noch portierbar, dass man ja weg von diesen Hydrothermalquellen später diffundieren könnte. Das setzt dann voraus, dass es irgendwann freilebende Zellen gibt. In dieser Theorie gab es ja 2 unabhängige Entstehungen von freilebenden Zellen. Einmal die Archaeen hier mit, das ist dann, weil die Archaeen und Bakterien unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht. Ihre Ribosomen haben andere Strukturen, ihre Aspiasen haben andere Strukturen, obwohl verwandt. Aber die Isoprene-Ether, der Archaeen-Lipid-Membran hier haben eine andere Stereochemie an Glycerol-Phosphat als die Fettsäure-Ester der Bakterienlipide. Auch die Zellwand hier, Peptidoglycan, ist anders als die Essschicht der Archaeen. Für jeden anderen Stoffwechselweg würde man sagen, unabhängig voneinander entstanden. Das glauben wir auch hier von einem letzten gemeinsamen Vorfahren, alle Zellen kompartimentiert und dann die Kompartimentierung von der Umwelt, einer der letzten Schritte auf dem Weg zum Freiwerden. Okay. Wichtig bei dem Ganzen ist hier dieses Eisenschwefel. Also in Theorie war das alles ganz nett, nur es hakte. Ein sehr schlauer Chemiker
und Patentanwalt in München namens Günther Wächtershäuser hat in den 90er Jahren die Idee entwickelt, dass Eisenschwefel als Mineral, als Präzipitat im Labor bestimmte chemischen Schritte würde machen können, die denn für den Ursprung des Lebens wichtig sind. Grundsätzlich hatte er recht, aber der entscheidende Schritt konnte er nicht hinbekommen mit dem Eisenschwefel. Und dieser entscheidende Schritt ist die CO2-Fixierung. Das ging nicht. Er musste immer mit Kohlenmonoxid arbeiten, was bereits aktiviert ist. Das Leben fängt immer von Kohlendioxid an. Das ist heute der Fall. Alle Ökosysteme dieser Welt fangen mit CO2 an. Das sind Primärproduzenten, die dieses CO2 fixieren, damit alle anderen Heterotrophen davon leben können. Auch am Ursprung des Lebens muss das so gewesen sein. Und ich habe dann gefragt, wieso klappt das nicht mit der CO2-Fixierung? Dann habe ich ja den Mechanismus von Steve Ragsdale angeschaut, den vorgeschlagenen Mechanismus für ein sehr wichtiges Enzym in dem Stoffwechsel der Acetogen und Methanogen angeschaut. Was passiert hier? CO2 bindet hier ein Nickel, also wird das CO2 gebogen, dadurch aktiviert. Es nimmt ein Elektronenpaar aus diesem Zentrum heraus und dadurch wird es Kohlenmonoxid. Es hat mehr Elektronen als vorher. Dabei ist dieses Nickel jetzt oxidiert, hat dann nur den Zustand plus 2 und das muss dann wieder reduziert werden zu Nickel 0, damit der katalytische Zyklus wieder von vorne gehen kann. Das erfolgt mit Ferroxin. Nickel 0. Native Metalle. Das ist interessant, weil das ist eine Zwei-Elektronen-Reaktion und das ist das Problem. Die Eisen-Schwefel-Zentren selber machen immer eine Ein-Elektronen-Übertragung, weil Eisen von plus 2 zu plus 3 den Valenzwechsel hat, immer Ein-Elektronen-Übertragungen. Und hier dieses Nickel-Null, das kann eine Zwei-Elektronen-Reaktion katalysieren. Also vielleicht ist da eine Lösung des Problems, sodass die Grundchemie an den Hydrothermalquellen in Gang kommen kann. Dann kam eine sehr talentierte junge Frau, Martina Peinach, nach Düsseldorf. Und Verena hat schon heute Abend erwähnt, hat das ganze Labor mit Martina aufgebaut, sodass wir arbeiten konnten. Und es gibt ein Metall, natives Metall, Nickel-3-Eisen, hat den Namen Aurorite als Mineral. Das wird in Hydrothermalquellen gebildet, auf ganz natürliche Art und Weise. Und wollten wir sehen, ist das vielleicht das Problem? Vielleicht kann dieses Aurorite die CO2-Reduktion als Elektronenquelle vorantreiben. Damit hatten wir wenig Erfolg. Wir haben den Eisennickelcarbonat probiert mit Wasserstoff. Ein bisschen Erfolg mit Chris Greenwell und German, Arbeiten, die wir immer noch nicht veröffentlicht haben. Dann hat Joseph Moran in Straßburg unabhängig von uns genau die gleichen Fragen dann angeschaut. Nur er hat ja mit Eisen 0 gearbeitet und hat gesehen, dass Eisen 0, die Hälfte der Zitratsäure-Reaktion, Zitronensäure, Zitratzyklus im Mitochondrien, ja, eine Drehscheibe des Stoffwechsels, konnten allein von Eisen 0 katalysiert werden. Und er hat auch gezeigt, dass Eisen 0 Ameisensäure, Acetat und Brennstraubensäure produzieren konnte. Das war interessant. Dann haben wir uns zusammengetan, Martina ging nach Straßburg, wir haben dann genauso gearbeitet wie die Zellen auch. Kohlendioxid plus Wasserstoff, 100 Grad, dieses Metall, dieses Aurorite als Katalysator, und das nicht irgendein Aurorite, das wurde uns von Hau und Tüssels am Max Planck für Kohleforschung in Mülheim synthetisiert, nanopartikulär. Und dann haben wir ganz viele Produkte bekommen. Da ging die CO2-Fixierung ganz hervorragend. Es lag also am Katalysator und die richtige, also genau die gleichen Substrate wie das Leben auch. Und insofern konnte Martine dann eine sehr schöne Arbeit publizieren, wo wir Ameisensäure, Acetat und Pyruvat und Methan bekommen haben. Das ist deshalb wichtig, weil, wenn man den Stoffwechselweg betrachtet, den Zellen, die von H2 und CO2 leben, anschaut, dann
wird vom Müll eine, also Ameisensäure, vom Müll, Methylene, Methyl, hier CO, das gibt ein enzymgebundenes Acetyl, ein enzymgebundenes Acetylrest, dann entsteht Methan, Essigsäure, Pyruvat, und dieses Pyruvat ist dann die zentralste Verbindung im ganzen Stoffwechsel. Okay, das ist der Stoffwechselweg, wie es ja in Zellen erfolgt. Dazu muss man sagen, es sind 110 Enzyme. Das sind 10 Enzyme für diese Reaktion und nochmal 10 Kofaktoren, die benötigt werden, und 10 Enzyme pro Kofaktor, die benötigt werden, damit diese Chemie vonstatten geht. Wir haben drei verschiedene Metalle benutzt, also drei verschiedene Mineralien. Das Griegeit ist Eisenschwefel, Magnetite, das ist Eisenoxid, und das Araruhyte. Und wir bekommen genau die gleichen Produkte wie diese 100 Enzyme. Dieses eine Metall hier kann 110 Enzyme ersetzen und katalysiert die Reaktionsabfolge von H2 bis CO2, der den Grundstoff des mikrobiellen Stoffwechsels ausmacht. Ferner leben diese Bakterien und Archaeen, die diesen Stoffwechselweg benutzen, von der Energie, die hier freigesetzt wird. Es bedeutet, es ist etwas sehr Natürliches im ältesten Stoffwechselweg der Mikroben. Es entfaltet sich ganz von alleine, sofern wir die richtigen Katalysatoren haben, unter Bedingungen von serpentinisierenden Hydrothermalquellen. Das ist eine interessante Einsicht. Okay, so, dann haben wir den Grundstoff des Stoffwechsels, dass wir dann die Grundsynthese haben. Können wir denn etwas mehr über Luca erfahren und können wir das dann schnell tun, dass wir dann gleich hier mit dem Vortrag zu Ende sind? Ist es hier warm? Also, welche Gene in der Biologie gehen auf Luca, das ist der letzte gemeinsame Vorfahren allen Lebens, welche Gene gehen auf Luca zurück? Diese Untersuchung haben wir vor etwa 8 Jahren jetzt vorgenommen. Wir haben alle Gene angeschaut, die in Bakterien und Archaeen vorkommen. Das heißt, das sind potenzielle Kandidaten für Luca, den letzten gemeinsamen Last Universal Common Ancestor. Wir haben geschaut, gibt es denn welche, die überall vorkommen? Ja, die waren bekannt, das sind ungefähr 30. Gibt es welche, die denn in beiden Domänen vorkommen, aber nicht überall? Ja, und das gibt ungefähr 11.000 solche Fälle. Aber die Frage ist, sind sie über Gentransfer oder vertikale Vererbung aus Luca zurückzuführen? Dann haben wir einen einfachen Test, phylogenetischen Test an Stammbäumen, und dann haben wir gesehen, dass die Domänenmonophylie für die zwei Phyle aufrechterhalten wird. Das bedeutet, diese Gene sind vertikal von Luca vererbt worden, und da finden wir nur 355. Welche Funktionen enthalten diese Gene? Das war neu und es ist sehr spannend. Wir wissen, dass die Informationsverarbeitung, das war ja bereits bekannt, ist auch vorhanden in diesem Experiment. Die Proteinbiosynthese ist ja vertreten, DNA-Bindung, also RNA-Modifikation. Aber wichtig, Energiestoffwechsel, Kohlenstoffstoffwechsel, Stickstoffstoffwechsel, Kofaktorbiosynthese, Physiologie. Was sagen diese Gene, wenn wir das umsetzen auf ein Bild? Da kommen wir auf Stickstofffixierung, Zellen, die nicht ihre eigenen Methylgruppen herstellen können für den Acetyl-CoA-Weg. Sie sind auf geochemische Methylgruppen angewiesen, genau diejenigen, die wir in unserem Experiment mit Martina bekommen haben. Dann haben wir Energiestoffwechsel, also über den Acetyl-CoA-Weg. Dieser einfache, energiefreisetzende Weg gibt uns sowohl Kohlenstoff als auch Energie, sodass ein Grundstoffwechsel für die Synthese von Kofaktoren und Aminosäuren und Nukleinsäuren vonstatten gehen kann. So, wie viele Gene sind denn erforderlich? Was ist denn der Komplexität, der Schritt, dass man denn Proteine synthetisieren kann und Gene synthetisieren kann? Das hat Jessica Wimmer sich vorgeknüpft, diese Frage. Das sind die Kofaktoren, die Aminosäuren und die Basen des Lebens. Das
wie viele Reaktionen sind dafür erforderlich, um diese Substanzen aus Wasserstoff, CO2 und Phosphat herzustellen? Die Antwort ist, es sind 400 Gene erforderlich. Ferner, wenn man diese Reaktion, 400 Reaktionen, wenn man diese Reaktion anschaut und man fängt mit Wasserstoff und Gasen und Phosphat an, wir kriegen die 20 Aminosäuren, die 8 Basen und die 18 Kofaktoren am Computer aus diesen Substanzen mit den einfachsten, konserviertesten Reaktionen der Zelle und ferner, sie sind unter den Bedingungen von Hydrothermalquellen Exergon bedeutet, die setzen Energie frei. Das bedeutet, Luca, also auch diese Theorie, arbeitet mit den Gesetzen der Thermodynamik. Jetzt bin ich hier am Ende. Kurz, wir haben noch einen Film, 5 Minuten, und dann ist es vorbei. Sind Sie erlöst, dann können Sie mal was trinken, so wie ich. Also, Moment. Hier, so. Ein 6-Minuten-Film über den Ursprung des Lebens. Wir gucken mal, was passiert. Okay. Im Übrigen, Step Animation, der diesen Film mit uns zusammen gemacht hat, ist heute Abend vertreten. Ja, Dankeschön, dass Sie da sind. Jo. Also, wir sagen nicht Origin of Life, sondern Ursprung der Mikroben. Weil Leben kann man ja debattieren, was das ist, Mikroben nicht. Das ist wichtig. Das ist der Einschlag von einem etwa maßgroßen Planet in der Frühzeit der Erdevolution, der Erdentstehung. Und dieser Planet Thea hat einen Namen, hat die gesamte Erde geschmolzen und hat Magma ins All geschleudert, woraus der Mond entstanden ist. Warum ist das wichtig für den Ursprung? Weil der ganze Kohlenstoff, der auf der frühen Erde existierte, der lag als sogenanntes Polyaromatic Hydrocarbons, das ist graphitähnliches Material, völlig inaktiv und völlig inert, hat keine Fähigkeit, Leben hervorzubringen. Der Mondeinschlag hat den ganzen Kohlenstoff in CO2 verwandelt. CO2 ist ein ganz reaktives Gas, das ist das, wovon das Leben heute entsteht und wir denken auch am Anfang. Das heißt, alles Kohlenstoff auf der Erde wurde in CO2 verwandelt. Ein hervorragendes Substrat für Ursprung des Lebens. Auf der Oberfläche war es ja nicht ganz so nett, weil da Meteoriteneinschläge existierten. Auf dem Meeresgrund gab es ja diese Hydrothermalquellen. Und jetzt muss ich auch mal sagen, wir haben ja mit Stephan Motion dauernd diskutiert, können wir diese Wellen irgendwie wegbekommen? Da sagte er, ja klar, das ist nochmal 2.500 Euro. Ich habe gesagt, lass mal, ist in Ordnung. Wir leben mit den Wellen, ja, also ein bisschen welliger Untergrund. Also das ist hier, das sind die sehr heißen Hydrothermalquellen hier drüben an den Schweizer Zungen. Das ist ein Lost City Typ. Und wenn wir hier in einer Sektion einen Ausschnitt machen, können wir sehen, was da der Unterschied ist. Diese sehr heißen Black Smokers, die sitzen direkt an den Spreizungszonen. Hier gehen die Kontinente auseinander, weil ständig neues Magma hochkommt. Das Wasser, das durch diese Systeme geht, kommt in Berührung mit Magma. Das ist 1200 Grad heiß und deswegen ist das Wasser hier zu heiß für das Leben. Bei Lost City ist das Wasser kühler und wir sehen hier die Serpentinisierung, die Wasserstoffbildung. Das ist ganz wichtig. Wasser wird reduziert zu diesen Kugeln. Die weißen Kugeln sind Wasserstoffatome. Und in diesen Schloten haben wir dann die Metalle, die Übergangsmetalle, die dann als Katalysatoren wirken. Und was bringen die denn an Wirkung? Das ist denn hier gezeigt. Das ist schematisch, aber in der Industrie wissen wir, dass sowas wirklich funktioniert. Die Wasserstoffmoleküle schmelzen auf der Oberfläche, dissoziieren in Wasserstoffatome, die sind sehr reaktiv. Kohlenstoffdioxid bildet auch hier und es entstehen C1, C2, C3 Körper und neuerdings wissen wir Aminosäuren in rauen Mengen. Und zwar ganz viel davon, weil wir ganz viel davon benötigen. Es reicht nicht nur ein bisschen, wir müssen kontinuierlich ständige Synthese von großen Mengen haben am Ursprung des Stoffwechsels, damit der intermediäre Stoffwechsel entsteht, das heißt die Aminosäuren, die Basen, die Kofaktoren, die dann weitere Schritte katalysieren
Diese Blitze hier symbolisieren Energiefreisetzung aus Jessicas Versuchen, wo wir dann sehen, dass der Stoffwechsel ist energetisch günstig unter diesen Bedingungen. Die Produkte können dann akkumulieren und sich an den Wänden von diesen, also die Oberflächen von diesen Wänden festsetzen. Da erhöht sich die lokale Konzentration, kann es ja zu Höherorganisation, Polymerisierung, zu kleinen Makromolekülen kommen, die dann vielleicht auch eine eigene katalytische Aktivität haben, zusätzlich zu den Kofaktoren. Und wenn das der Fall ist, kriegen wir Sachen, die man in der Mathematik autokatalytische Netzwerke nennt. Und die sind für die Organisation des Lebens sehr wichtig. Die Blitze hier symbolisieren immer noch Energiefreisetzung mit H2 und CO2. Hier haben wir mal RNA-Moleküle, die formen müssen, weil wir wissen, dass wir aus den einfachen Basen zu den höher komplexen Molekülen kommen. Wir wissen genau den Weg, genauen Weg dahin wissen wir nicht und vor allem wissen wir diesen Weg nicht. In diesem Schritt, was ich denn hier tue, ist eigentlich verboten. Ich mache einfach ein Ribosom, der genetische Code und Proteinbiosynthese. Herr Martin, wie ist das denn entstanden? Ja, können wir nicht genau sagen, aber kein anderer kann es auch sagen. Wir wissen nur, dass diese genetische Code war in diesen Zellen vorhanden, dass es noch ein Puzzle, was gelöst werden muss. Und die Proteinbiosynthese hat dann die Komplexität der Katalysatoren erhöht. Und dann die DNA kommt und letztendlich die Freisetzung, die ersten Bakterien und Archaeen, die kommen dann frei. Und wenn sie das tun, ist es ein Phasenübergang, das ist denn, da ändert sich alles. Weil dann ist jetzt der Lebensvorgang, die Lebensentstehung nicht mehr an diesem Ort gebunden, sondern diese Zellen können ja frei diffundieren ins Meer und sie können die gesamte Erde besetzen, aber nicht an der Oberfläche, sondern in der Kruste. Und ich kann Ihnen vorrechnen, nachher in der Diskussionsrunde, wenn Sie wollen, das kann keine paar tausend Jahre gedauert haben, bis die gesamte Erde besetzt war. Ja. Alle Nischen. So, das war's. Die letzten paar Folien, nur mit Dank. Moment, wo bin ich denn hier? Das nicht. Was ist denn jetzt passiert? Werkzeug. Ich will kein Werkzeug, ich will meinen Vortrag haben. Hinzufügen. Nein, schließen. So. Okay. Letzter Gedanke, das ist ein wirkliches Bild von Saturn, von Cassini aufgenommen und dieses weiße Ding ist der E-Ring. Das ist Enceladus, dieser Fleck da. Enceladus ist ein Mond von Saturn und dieses Weiße, was man sieht, ist Wasser, was Enceladus raussprüht ins All. Das ist auch ein echtes Bild von Cassini. Das ist Wasser, was ins All sprüht und dieses Wasser kommt, weil Enceladus eine Eisschicht hat, flüssiges Wasser unterhalb und einen eisenhaltigen Kern unten drunter. Dieses Wasser, was am Südpol rauskommt, enthält Wasserstoff, bedeutet etwas Ähnliches wie die Serpentinisierung passiert auf Cassini auch. Und das hat Folgen für diese Theorie hat dann Folgen für die Art und Weise, oder wo wir denn vermuten, dass das Leben entstehen könnte. Es muss nicht eine Sonne gegeben haben, es muss nur Wasser, Gestein und genug Energie, um das Wasser flüssig zu halten. Vielleicht gibt es sowas auch in Cerdas. Das war's. Ich muss mich bedanken bei meinen Freunden Harun am MPI in Mülheim, der ganz wichtig ist, Joseph Moran, der hier vor nicht allzu langer Zeit zum Vortrag war, viele Freunde über die Jahre, Kollegen, das sind hier die Leute, die noch mit mir sprechen, sagt eine. Und das sind die Leute, die mit mir sprechen müssen, weil ich ja deren Gehalt bezahle und bezahlt habe. Und das ist wichtig, das sind die ganzen Geldgeber, ERC, Weimar, vielen Dank, DFG, die deutsch-israelische Zusammenarbeit, Simons Foundation, Gordon Betty Moore, aber auch die Bürger in der Universität Düsseldorf, die denn großzügig die Ausstellung unten im Foyer gefördert hat. Und da möchte ich Sie bitten, nach den Fragen dies anzuschauen. Aber ansonsten, your tax money in action, jetzt stehe ich Ihnen zur Verfügung und beantworte Fragen so lange, wie Sie wollen. Dankeschön.
Wir haben im Moment, denke ich, etwa 5% CO2 und 5% Sauerstoff. Machen wir bitte die Tür auf. Darf ich mit mir, können wir bitte die Tür aufmachen? So, ja, danke. Gibt es Fragen? Sie können in der Öffentlichkeit fragen, Sie können auch Daniel fragen. Also ich hätte mal eine Frage, wie wahrscheinlich ist denn das, dass dieser Komplex in der Vergangenheit so abgelaufen ist? Es gab mehr Wasser, mehr von diesen Quellen wahrscheinlich, weil die mehr heißer war. Ja. Und wie wahrscheinlich ist es, dass solche, also nicht den Grund, sondern dieses, wo Sie sagen, da ist diese Hürde sozusagen, was man noch erforschen muss. So Komplexität, ja. Genau, wie würden Sie sowas einschätzen? Also wie viele Tausende oder Millionen Jahre müssen vergehen, dass das einmal passiert? Oder passiert das eventuell tausende Male und es haben nur ganz wenige davon überlebt, weil sie geeignet waren, außerhalb zu existieren? Dieser ich rechne mir den Sieg für mich. Er fragt nicht, Herr Martin, haben Sie die noch alle? Kann das überhaupt wahr sein? Sondern er fragt, wie oft passiert das und wie lange hat es gedauert? Das bedeutet, ja, also grundsätzlich liegen wir hier nicht falsch. Die Christian, wie lange, es sind hervorragende Fragen. Es sind dann auch 4 oder 5 Fragen in einem. Ja? Aber ich liebe diese Frage, weil das bedeutet, man fragt sich nicht, das kann gar nicht sein. Es resoniert ganz gut mit dem, was wir wissen. Also, die Dauer der Lebensentstehung ist wahrscheinlich begrenzt durch die Lebensdauer dieser Hydrothermalsysteme. Sie sind endlich. Na, irgendwann geht das ja, geht der Fluss geht ein, die Dinge sind tot und es passiert gar nichts mehr. Bis dahin muss das Leben freigekommen sein, um den verbleibenden Zustand zu erreichen. Lost City ist 100.000 Jahre alt. Christian de Duve hat mal gesagt, es ist viel wahrscheinlicher, dass das Leben in 500.000 Jahren, viel wahrscheinlicher, dass das Leben in 10.000 Jahren entsteht, als in 10 Milliarden. Weil wenn es 10 Milliarden Jahre dauert, passiert es ohnehin nicht. Ja. Also es muss eine gewisse Geschwindigkeit gegeben haben. Wir sehen diese Reaktion, die wir da mit dem Pyruvat gemacht haben, H2 und CO2, die laufen über Nacht zu physiologischen Konzentrationen von Ameisensäure, Acetat und Pyruvat über Nacht bei 100 Grad. Also das kann, grundsätzlich kann diese Chemie, wenn man die richtigen Katalysatoren identifiziert, sehr schnell erfolgen. Aber es muss dann noch ganz viel geschehen, bis wir dann freilebende Zellen haben. Wir brauchen einen genetischen Code, wir brauchen ja 1000 Gene, wir brauchen freilebende Zellen. Es muss ja das Ionenpumpen, das Pumpen der Protonen von innen nach außen, sodass die Zelle Energie gewinnen kann durch diese ATPasen, die universell in der Zelloberfläche vorhanden sind. Das sind viele, viele Hürden, die genommen werden können. Ich gehe davon aus, dass eine Synthese von Aminosäuren, Kofaktoren und Basen an vielen Orten möglich war. Es kann nicht einmal gewesen sein. Es muss an vielen Orten, wir kriegen auch schon Aminosäuren hin. Und die Basen entstehen aus den Aminosäuren, die Kofaktoren auch. So weit weg sind wir ja nicht, bei diesen Grundbiosynthesen. Mit einfachsten Katalysatoren und aus Gasen. Aber der letzte Schritt, freilebende Zellen, echtes Leben, kann sich in der Umwelt teilen und die Erde bevölkern. Das ist ein schwieriger Schritt. Und ich gehe davon aus, dass das ist nur einmal passiert, aber wahrscheinlich waren ja ganz viele dieser Orte, wo diese Grundchemie stattgefunden hat, weil wenn es bei uns im Labor geht, dann kann es ja nicht so besonders sein. Nur, die haben ja nicht echte Zellen hervorgebracht. Nun kommen die echten Zellen. Es ist ja, das ist eine ganz kurze Frage, eine ganz lange Antwort, aber das wollte ich ja noch erzählen. Es ist ja also in der Mikrobiologie an Universitäten, wird noch gelernt, wenn Sie mal Darmbakterien E. coli nehmen, hat ja 20 Minuten Replikationszeit. Das heißt, es kann sich in 20 Minuten teilen. Wenn Sie diese Zellen nehmen, geben Sie genug Substrat, dann wird diese Kultur innerhalb von 48 Stunden zu einer Kultur heranwachsen, was mehr liegt als die Erde. Das ist halt 2 hoch 148. Ja, das geht ganz schnell. Ja. Wenn Sie annehmen, dass, also das heißt 20 Minuten, kriegen Sie 48 Stunden. Wenn Sie eine Duplikationszeit von 1000 Jahren annehmen, dann haben Sie ungefähr 150.000 Jahre.
Das heißt, wenn die Zelle 1000 Jahre braucht, um sich zu verdoppeln, in 150.000 Jahren ist die gesamte Erde besiedelt, viel schneller. Dieser Vorgang, also es geht hier immer durch die Ritzen, da inokuliert die Kruste immer wieder dort, wo es Wasserstoff und diese Grundnahrungsstoffe gibt, Nährstoffe, das sind Gasen. Wenn das stattfindet, dann ist alles, ist die Nische besetzt. Die Nische Erde ist von diesen ersten Zellen, die freikommen, besetzt. Und das heißt, es gibt keine Möglichkeit für eine zweite Entstehung bis hin zu der Komplexität freilebender Zellen zu schaffen. Also das waren viele Antworten auf eine einfache Frage. Was haben Sie eigentlich gefragt? Ich habe nach der Wahrscheinlichkeit. Nach der Zeit, ja. Wahrscheinlich. Es ist ja auch, wie wahrscheinlich. Manche sagen, das Leben muss entstehen. Nee, das Leben ist also, das Leben ist eine Option. Es kann entstehen. Es muss nicht entstehen. Und das ist eine Wahrscheinlichkeit, auf sowas zu geben. 50-50? Da ist nicht die Frage, es müssen sich doch Membranelemente gebildet haben. Also vielleicht nicht eine vollständige Membran zum Beispiel. Es muss das komplette Programm sein. Ja. In einer halblebendigen Zelle wie Luca, ja, dieses Ding, auch wenn es existiert hat, brauchen wir mal ein Bild wieder, das geht ein. Das schafft es nicht. Dieses Ding geht ein. Okay. Es ist nicht freiwillig. Es muss so, ne? Es muss diese Komplexitätshöhe erreicht haben. Freilebende Zellen, die sich teilen können, die alles synthetisieren können mit Hilfe von Genen, ja, oder aber die geochemische Synthese aus diesen Thermalquellen teilweise anzapfen, bis sie denn von H2 und CO2 ganz alleine leben können. Aber 1000 Gene, genetische Code, das ist viel. Ein wichtiger Hemmschwelle ist eben so diese Informationsverarbeitung. Das ist ja der Schritt, den niemand so richtig gelöst hat. Nächste Frage bitte. Ich verspreche eine kürzere Antwort. Wenn man Wasserproben aus diesen Hydrothermalquellen entnimmt, findet man da erste organische Moleküle? Man findet Ameisensäure. Ne? Das wird gebildet, und zwar in enormen Mengen. Das ist auch das Produkt, was wir am meisten in unseren Versuchen sehen. H2 und CO2, es ist fast im Gleichgewicht, diese Reaktion. Das heißt, es ist thermodynamisch ganz einfach. Aber wir sehen bis zu 700 Millimolar, fast ein Molar Ameisensäure, kriegen wir in unseren Versuchen ganz viel davon. In modernen serpentinisierten Systemen findet man Ameisensäure in 10 Mikromolar, 20 Mikromolar. Das ist ein paar Größenordnungen weniger, aber es ist auch die ganze Zeit verdünnt. Das heißt, irgendwo so eine ganz schöne Menge Synthese, was dann abgeht, weil dann viele, viele Liter. Also man sagt, dass das gesamte Volumen der Erde alle 500.000 Jahre durch diese Hydrothermalsysteme fließt. Ja, also das ist richtig viel Ameisensäure, was kontinuierlich da produziert wird aus Wasserstoff und CO2. CO2 ist eigentlich limitierend für diese Synthese. Richtige organische Moleküle findet man nicht. Doch, man kann viel, aber es sind Zellen. Die sind alle besetzt. So tief wie man bohren kann auf dieser Erde, findet man keine stabile Umgebung. Das sind immer Zellen dabei. It's crazy. Und man fragt sich, wie sie da hinkommen. Es geht eigentlich nur durch Wasser oder durch Subduktion und es ist noch nicht ganz zu Magma geworden. Organische Moleküle, also die ersten Proben an den Hydrothermalquellen haben ja ganz riesige Fundus an organischen Molekülen gefunden und wäre ganz aufgeregt, aber das ist alles aus Totenzellen. Also an dem Isotopenprofil kann man ja die Abiogenizität, das heißt die nicht lebensbedingte Synthese dieser Moleküle finden. Acetat hat man jetzt auch neuerdings gefunden, die Gruppe von Sherwood-Lauer letztes Jahr, aber richtig hohe Komplexität nicht, weil die Nischen sind besetzt. Man findet Methangene, Acetogene, Organismen, die von Wasserstoff und CO2 leben. Dies findet man zuhauf. Also eine interessante Frage. Das fragen immer wieder gern die Reporter. Findet man da noch was? Man findet Leben. Womit wir recht hätten. Ja.
Je nachdem, wie man sieht. Weiter Fragen? Ja, welche Rolle hat der Sauerstoff gespielt zu Beginn des Lebens, der unter einem Volumenprozent damals gewesen ist, im Vergleich zu heute? Also der Sauerstoff ist für all diese Vorgänge tödlich. Der vergiftet die Katalysatoren, Sauerstoff setzt die gesamte organische Substanz zurück in CO2. Man geht davon aus, dass Merzkow gerecht hat, es gab wirklich keinen Sauerstoff, keinen nennenswerten. Man kann ja vielleicht ein paar Nanomolar berechnen, aber das verschwindet dann sofort wieder. Das kommt durch die Wasserspaltung bei hoher Temperatur. Aber es gab keinen nennenswerten Sauerstoff und das, was gebildet wurde, wurde sofort verbraucht. Wenn wir Sauerstoff gehabt hätten, also würden diese Reaktionen gar nicht stattfinden. Ja. Das heißt, die Abwesenheit von Sauerstoff zu Beginn des Lebens ist essentiell gewesen für die Entstehung des Lebens. So ist es. Da würde man auch, ansonsten hätte man ja einen riesigen Elektronenakzeptor, der den ganzen Wasserstoff aufbrauchen würde und alles reduzierten Kohlenstoff in CO2 verwandeln würde, wie wir heute in der Atmosphäre sehen. Also ganz analog. Das macht auch Sinn, weil der Sauerstoff ist ein Produkt der Biologie. Die Cyanobakterien haben ja die Sauerstoffbildung vor ungefähr 2,5 Milliarden Jahren erfunden und daher ein anaerober Anfang. Und die heutigen Zellen, die denn von Wasserstoff und CO2 leben, sind alles strikte Anaerobier, ne, weil ihre Enzyme von Sauerstoff vergiftet werden. Ich glaube, alle haben Durst und alle wollen nach unten gehen. Ich würde sagen, also Frau Zimowski nickt, dann machen wir das. Und dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Professor Martin, Sauerstoff, wir leben ja noch, wir brauchen Sauerstoff, es gibt ihn hier, es gibt ihn aber, wie gesagt, auch unten, kommen Sie da einfach nochmal ins Gespräch. Vielleicht zur Ausstellung, nur heute zu sehen, ist wirklich noch ein Originalbrief von Charles Darwin in der Ausstellung. Wir werden ihn nachher gegen ein Faksimile austauschen, aber das passt einfach zu hervorragend zu der Ausstellung. Also auch etwas, was wir in der ULB haben, Nachlässe und Teilnachlässe. Also sollten Sie spannende Dinge haben, kommen Sie auch damit uns ins Gespräch. Schönen Abend wünsche ich Ihnen allen.